Found a peanut, last night. Last night I found a peanut, last night. Where'd you find it? Where'd you find it last night? Last night, where'd you find it? Where'd you find it last night? In the dustbin last night. Last night, in the dustbin last night. Cracked it open last night. Last night I cracked it open last night. Found it rotten last night. Last night I found it rotten last night. Ate it anyway last night. Last night I ate it anyway last night. I felt sick last night. Last night I felt sick last night. Called the doctor last night. Last night I called the doctor last night. Went to heaven last night. Last night I went to heaven last night. Didn't want me last night. Last night they didn't want me last night. Ich bin arbeitssuchend. Und lese daher nicht ganz freiwillig Freiberufler fit fürs Finanzamt. Ich bin angekommen im, das ist das Buch, Kapitel 2, Oh Schreck, die Umsatzsteuer, kein Buch mit 7 Siegeln. So. Oh Schreck, die Umsatzsteuer, kein Buch mit 7 Siegeln und das K in Fragezeichen. Es gibt wieder diverse Kästen, da gibt es eine Legende zu. Es geht los mit Umsatzsteuer, ein Grundkurs. Dann werden hier ein paar Beispiele genannt. 7, 19 oder gar keine Prozente. Die Kleinunternehmerregelung, Haupt- und Nebenleistung bei der Umsatzsteuer, Vorsteuerabzug, die Umsatzsteuervoranmeldung und die Umsatzsteuererklärung. Umsatzsteuerprüfung,
Verbindliche Auskunft des Finanzamts. Oh Schreck, die Umsatzsteuer, kein Buch mit sieben Siegeln. Viele Freiberufler zerbrechen sich über die Umsatzsteuer den Kopf. Welcher Umsatzsteuersatz ist der richtige? Müssen es 7 oder 19% sein? Oder ist die Leistung womöglich umsatzsteuerfrei? Wie finde ich heraus, was richtig ist? Die Umsatzsteuer verlangt besondere Aufmerksamkeit. Wer hier nachlässig wird, riskiert am Ende Ärger in einer Steuerprüfung. In diesem Kapitel lesen Sie, wie Sie Ihre Einnahmen umsatzsteuerlich richtig einordnen, die Umsatzsteuer dem Finanzamt melden und wie Sie bei der Umsatzsteuer vielleicht sogar noch sparen können. Jetzt kommt der erste Kasten. Ein Merkekasten mit einer Glühbirne. Freiberufler und Gewerbetreibende, ein großer Unterschied. Vorab sei klargestellt, die Umsatzsteuer oder vielmehr der Umsatzsteuersatz entscheidet nicht darüber, ob jemand Freiberufler ist oder nicht. Es ist durchaus möglich, dass manche Freiberufler Dienstleistungen mit verschiedenen Umsatzsteuersätzen anbieten oder neben Umsatzsteuerbefreiten auch umsatzsteuerpflichtige Leistungen im Portfolio haben. Die Unterscheidung zwischen Freiberuflern und Gewerbetreibenden orientiert sich nicht daran, ob Umsätze mit 19% oder 7% Mehrwertsteuer versehen werden. Das Einkommensteuergesetz bietet vielmehr mit den sogenannten Katalogberufen die Richtschnur dafür, wer in jedem Fall Freiberufler ist und wer einer sein könnte. Ausdrücklich genannt werden in Beschluss 18 des Einkommensteuergesetzes selbstständige Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratende Volks- und Betriebswirte, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevollmächtigte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Chemiker, Lotsen, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, aber auch diejenigen, deren Tätigkeitsfeld nicht in den Katalogberufen genannt ist, können Freiberufler sein. Und zwar dann, wenn ihre Arbeit der eines Katalogberufs ähnlich ist. Freiberufler können laut Gesetz darüber hinaus wissenschaftlich, künstlerisch, schriftstellerisch, unterrichtend oder erzieherisch tätig sein. Steuerlich genießen Freiberufler einige Vorteile. Sie müssen für ihre Einkünfte keine Gewerbesteuer zahlen. Außerdem wird ihnen die Buchhaltung leicht gemacht. Während Gewerbetreibende ab einem bestimmten Gewinn eine Bilanz erstellen müssen, haben Freiberufler sogar bei hohen Gewinnen stets die Wahl. Sie können entweder eine Bilanz erstellen oder eine Einnahmenüberschussrechnung.
Umsatzsteuer, ein Grundkurs. Die Umsatzsteuer ist neben der Einkommensteuer die wichtigste Steuerart, mit der Selbstständige im unternehmerischen Alltag zu tun haben. Bei der Umsatzsteuer geht es ausschließlich um die Einnahmen, also um die Umsätze. Umgangssprachlich auch Mehrwertsteuer genannt. Die Umsatzsteuer in Rechnung. Umgangssprachlich auch Mehrwertsteuer genannt, wird die Umsatzsteuer in Rechnung meist mit MWST abgekürzt. Gemeint ist dasselbe. Mit der Umsatzsteuer werden alle Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmen im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Beschluss 1 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz belegt. Im Klartext bedeutet das, dass jede Dienstleistung, die ein Freiberufler in Deutschland erbringt, grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig ist. Die gesetzlichen Bestimmungen für die Umsatzsteuer sind nicht nur im Umsatzsteuergesetz, sondern auch in der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung festgeschrieben. Ich unterstreiche das mal gerade. Die Umsatzsteuer begleitet jedes Produkt vom Rohstoff über die Fertigware bis in die Hand des Verbrauchers. Der Endabnehmer, sprich der Verbraucher, ist derjenige, der mit der Umsatzsteuer am Ende wirtschaftlich belastet ist. Und die Unternehmen sind dabei gewissermaßen Erfüllungsgehilfen des Staates. Denn sie nehmen die Umsatzsteuer ein und leiten sie an den Fiskus weiter. Das bedeutet umgekehrt, die Umsatzsteuer bleibt am Endverbraucher hängen. Das Unternehmen hat grundsätzlich keine Mehrkosten. Für umsatzsteuerpflichtige Unternehmer ist die Steuer in aller Regel ein Nullsummenspiel. Denn Unternehmer erhalten die Steuer mit der Einnahme in ihre Kasse oder mit der Rechnung auf ihr Geschäftskonto und leiten sie an den Staat weiter. Umsatzsteuer, die sie selber auf eingekaufte Waren und Dienstleistungen bezahlt haben, dürfen Unternehmer von ihrer Umsatzsteuerschuld abziehen. Im Steuerdeutsch heißt diese Art der Umsatzsteuer dann Vorsteuer. Der Verbraucher jedoch muss den um die Mehrwertsteuer erhöhten Endpreis letztlich zahlen. Die Umsatzsteuer ist also eine indirekte Steuer, die den Konsum belastet. Der Verbraucher zahlt die Umsatzsteuer daher auf alles, was er konsumiert, vom Milchkaffee über den Sprit fürs Auto bis zur Kinokarte und natürlich auch auf jede Dienstleistung, die er in Anspruch nimmt, etwa auf die Rechtsberatung oder die Hochzeitsfotos. Grundsätzlich muss in Deutschland jeder Unternehmer auf seine Waren und Dienstleistungen Umsatzsteuer erheben, selbst berechnen und anmelden. Dabei gilt derjenige als Unternehmer, der eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbst ausübt. Jetzt gibt es hier ein zum Abheften. Keine normale Kundschaft, Freiberufler in den Kulturberufen. Freiberufler in den kulturschaffenden Berufen haben hin und wieder Probleme damit, ihre Umsatzsteuerpflicht durchzusetzen.
Ein ganz besonderes Beispiel dafür sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender. Sie zahlen immer das gleiche Honorar, ob der Empfänger nun umsatzsteuerpflichtig ist oder nicht. Begründung: Die Umsatzsteuer sei gegebenenfalls in den tariflichen Honorarsätzen bereits enthalten. Ist der betroffene Freiberufler also umsatzsteuerpflichtig, erhält er nicht, wie bei anderen Auftraggebern, die Umsatzsteuer zusätzlich zum Honorar, sondern muss de facto von seinem Netto-Honorar Mehrwertsteuer an das Finanzamt abführen und verliert auf diese Weise einen Teil seines Geldes. So, ich kümmere mich jetzt um Geld. Ich mache mich bei meinen Eltern im Garten, damit ich auch Einnahmen in meine Einnahmenüberschussrechnung beim Finanzamt eintragen kann. Also, tschüss.